Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Action-Haul für dich. Ich habe 3 von diesen riesengroßen Tüten vollgepackt mit Krams. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Hauptsächliche Deko-Produkte für irgendwelche Fotos, die ich machen möchte. Dies, das, Ananas. Food. Alles mögliche, Schreibwaren, Sachen für Sammy. Ich hatte Spaß. Julius war mit dabei, den habe ich in den Einkaufswagen quasi so in seiner Babyschale halt so reingesteckt. Das hat gut gepasst und dann bin ich mit ihm durch den Action und habe den Action leer gekauft. War super. Bin an die Kasse war gerade leer, packt meine Sachen aufs Band, auf einmal stehen 15 Leute hinter mir. Schade, Schokolade. Ich habe gedacht, ich könnte das tiefenentspannt machen und dann hatte ich nachher doch ein bisschen Stress. Aber es waren alle Leute nett, alles cool. Ich habe auch die ein oder andere Person einfach mal vorgelassen, die nur so ein paar Teile hatten. Sollte man definitiv machen bei der Masse. Holt euch auf jeden Fall einen Snack, ne? Weil Leute, haltet kurz das Video an, holt euch was oder nehmt euer Tablet, Handy, was auch immer mit und holt euch auch was, weil nicht, dass ihr verhungert. Ich habe nämlich auch super leckere Sachen hier drin, die ich auch immer wieder gerne nachkaufe. Ich weiß jetzt echt nicht, wie ich das am sinnvollsten mache. Ich glaube, ich stelle mir das wirklich Tasche für Tasche einfach auf den Schoß und zeige euch das. Es ist wirklich kunterbunt, ne? Zuallererst habe ich hier so eine Weltkugel, die ich echt süß fand. Die gab es auch in verschiedenen Farben. Finde ich perfekt für irgendwelche schönen Fotos, die ich mache, weil das ist so niedlich, ne? Also an und für sich finde ich das auch als Deko irgendwie auf dem Schreibtisch ganz hübsch. Aber ich würde es jetzt wirklich für Fotos verwenden. Dann habe ich diese Zebra-Cakes mitgenommen. Die nehme ich immer mit. Die sind richtig süß, richtig lecker. Ich mag die irre gerne. Ich hatte auch andere Kuchen gekauft. Das waren so Apfelkuchen oder sowas. Die habe ich aber direkt mitgenommen, weil ich habe quasi in dem Ort eingekauft bei Action, wo mein Papa und auch meine Oma wohnen. Und ja, das eigentlich war auch ein bisschen traurig, weil ich wollte an dem Tag, also ich habe an dem Tag meinen Ordner zum Steuerberater gebracht, weil das Quartal 4 2022 dort gemacht worden ist. Und ja, da in der Nähe befindet sich dann quasi der Friedhof von meinem Opa und dann bin ich mit Julius das erste Mal zu Opa halt gegangen, zu seinem Uropa, den haben wir besucht und da nebenan ist halt der Action und da in der Nähe ist dann halt auch mein Elternhaus und so halt, ne? Und dann bin ich halt meine Runde gefahren, hatte dann auch Kuchen mit dabei, das habe ich dann für Oma, meinen Papa und meine Stiefmama gehabt und so. Das war ganz cool. Und ein Getränk hatte ich, glaube ich, auch noch, weil ich zwischenzeitlich Durst hatte. Genau, so einen großen Pott mit Eistee hatte ich mir dann auch mitgenommen. Für meinen Freund habe ich mitgenommen von Milka Cookie Sensations. Der mag halt gerne solche Schokogeschichten und ich glaube, dass ich ihm damit eine Freude mache. Es ist jetzt auch gerade, Soft Inside ist auch cool. Ne? Es gab auch welche, die halt nicht außen mit Schoko waren, sondern halt nur diese Schokosplitter und auch von innen sowas Softes haben. Aber diese Cookies, die mag mein Freund sehr gerne. Und Sammy läuft hier gerade ein bisschen durch die Gegend. Ja, yeah, Sammy weiß Bescheid. Ne? Für mich habe ich mitgenommen von Raffaello Kokos- und Mandelcreme. Die mag ich ja auch gerne. Und dass die jetzt als Schokoladetafelgeschichte rausgekommen sind, finde ich 1A. Das hatte ich auch mal irgendwo in der Degusta-Box drin gehabt. Genauso auch diese Ferrero Rocher Haselnussdinger. Ich glaube, das darf mein Freund dann haben oder vielleicht lässt er mir die über. Letztes Mal hat er die nämlich gegessen, weiß ich noch. Ja, Sammy, für dich habe ich auch was mitgenommen. Und zwar habe ich hier einmal so einen Ball, den kann man halt draußen super verwenden. Und ich bin echt kein, ich kann nicht gut werfen, nein. Und das ist ein Rope Ball, Seilball. Genau, und das kann man halt gut werfen. Einfach so einen Flupp, ne? Muss ich nur aufpassen, dass es nicht bei den Nachbarn landet oder in der Regenrinne bei uns oder oben auf dem Balkon oder so. Ich schaffe das alles. Ich habe so viele Sachen schon aufs Dach geworfen. So viele Bälle von Sammy befinden sich bei uns auf dem Dach. Okay, ja, also das ist auf jeden Fall für Sammy mitgekommen. Das hier ist für Julius mitgekommen. Das musste sein. Ja, ich habe jetzt ein Kind. Ich kann es jetzt offiziell kaufen. In der Größe 18 bis 19. Das ist noch ein bisschen zu groß für ihn, aber ich fand das so süß. Hier sehe ich gerade einen Fehler. Das ärgert mich gerade. Egal. Baby Booties, also Babypantoffeln. Oh mein Gott. Das ist süß, oder? Oh, die sind so flauschig und so hübsch. Und heute hat mein Freund ihm tatsächlich auch so Schüchchen angezogen, die ihm viel zu groß sind. Die sind sogar noch größer als die hier, glaube ich, gewesen. Oder genauso groß, ich weiß es nicht. Sind auf jeden Fall so niedlich.
Ja, Ballistos habe ich mitgenommen. Esse ich ab und an mal ganz gerne. Meine letzte Ballisto-Packung hat mein Freund mir auch weggegessen. Der kauft sich immer zu wenig Schokolade. Dann geht er immer bei meinen Sachen mal. Das hier habe ich mitgenommen. Nehme ich gerne als Topping für meinen Joghurt-Fruchtmix abends. Das hier ist jetzt Date and Seed Nut Mix. Also quasi Mandeln, Dattelstückchen und Kerne-Mischung. 300 Gramm konnte man dort halt kaufen. Und das war nicht ansprechend. Ich kaufe mir sonst auch immer super gerne die Kerne- und Saatenmischung von DM Bio, aber das hier kann man alternativ auch ganz gut verwenden. Hier habe ich auch noch so Patisserie, Kuchen mit Mandelgeschmack mitgenommen. Sowas, wie gesagt, mag ich persönlich ganz gerne. Ich habe das auch ganz gerne da, dass wenn man mal, weil das hält sich halt ewig, wenn man mal rein spontan Besuch bekommt von, wir haben ja sehr viele Eltern, Schwiegereltern, Stiefeltern, Stiefschwiegereltern in Spe, nicht in Spe, keine Ahnung. Und dann ist es ganz cool, wenn man sowas einfach da hat. Das stellst du eben auf den Tisch, kannst du schön anrichten, auf einem hübschen Tellerchen, fertig aus. Ne? Sind alle glücklich und zufrieden. Kannst du auch mit Keksen machen, aber so ein kleines, etwas weicheres Küchlein, oh, ich lieb's einfach. Wobei, oft ist es so, dass das schon aufgegessen ist, bevor die kommen, weil ich das meistens schon esse. Dann habe ich mitgenommen, das bleibt jetzt auch hier oben. Mein Freund und ich hatten mal irgendwann einen riesen Streit gehabt. Da war ich schwanger, wusste ich noch nicht, dass ich schwanger bin, ist ungefähr ein Jahr her. Weil er einen Rührer, den ich hatte, für irgendwas anderes genommen hatte. Und ich wollte den eigentlich in diesem Raum nehmen, um Farbe damit anzurühren. Und er hat mir den einfach gemobst. Und dann war ich so stinkig. Mittlerweile weiß ich, warum ich stinkig war. Das hier ist jetzt so ein wunderschönes Dreier-Set und ja, ne, das kannst du halt für Farbe nehmen, für, wofür hat er das nochmal genommen? Spachtelmasse anrühren, Leute. Mhm. Dies, das, Ananas. Für alles Mögliche richtig cool und ja, das ist ein Mischer-Set für Farbe, Spachtelmasse und Zement. Ideal für Akku-Bohrmaschinen mit mindestens 10 Milliliter Bohrfutter. Ja, wir haben diverse Bohrmaschinen. Er hat eine, ich habe eine. Wir haben sehr viele Bohrmaschinen und das ist, kriegt man da halt, ne? Bei Action ist das halt relativ günstig. Dann habe ich hier Rosenblätter. Ja, ich drehe dieses Video kurz vor Valentinstag und Februar ist zum einen für mich der Monat vom Valentinstag, zum anderen ist es für mich der Monat von Karneval. Und diese Rosenblätter, die kannst du immer ganz gut mal gebrauchen. Ich habe eben mit Sammy so eine kleine Hundebox ausgepackt und jetzt hat er so ein kleines Häschen und kaut da gerade drauf rum. Sehr süß. Dann habe ich mitgenommen so Fotokleber. Da habe ich eigentlich noch welche von und für das, was ich hier gleich noch drin habe, brauche ich das nicht, aber für andere Sachen brauche ich das. Ich brauche immer mal wieder so einen Fotokleber. Ist auch ganz gut, wenn man mal Geschenke verpackt oder so, ne? Jo, 250 Stück sind hier drin. Das fand ich auch ganz praktisch. Dann habe ich hier zwei Masken mitgenommen. Die sind, glaube ich, neu eingezogen von The Mask Doctor. Die mag ich eigentlich ganz gerne bei Action. Das ist einmal die mit den Probiotics, Moisturizing and Soothing, also feuchtigkeitsspendend und beruhigend. Und mit Peptiden, das ist verjüngend und straffend. Ja, die werde ich verwenden. Zeige ich euch dann im nächsten Aufgebrauch-Video, wie ich die so fand. Dann habe ich mitgenommen, solche Marmorplatten, auch für Fotos halt. Real Marble Tray, 23 x 9,5 x 1,4 cm. Ich hoffe nur, dass ich diese Sachen hier alle abbekomme. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Oh, bitte lass dieses Kram abgehen, weil das finde ich immer ganz furchtbar, wenn die halt so Kleber da drauf machen und du kriegst es nicht ab. Wenn du irgendwelche Tipps hast, wie man das am besten runterkriegt, schreib es in die Kommentare. Ich würde es jetzt versuchen, einweichen mit Wasser und Spüli. Ne? Das ist halt so, das, wie ich so das in meinem Kopf drin hätte. Da habe ich dann noch in unterschiedlichen Größen noch was mitgenommen. Das hier habe ich auch mitgenommen. Fand ich auch hübsch. Wie gesagt, das ist echt schwer. Ne? Und dann noch so eine Platte für Fotos. Ganz hübsch, glaube ich. Ja, muss ich nur diese Klebeviecher abkriegen. Dann habe ich mitgenommen, auch für Fotos, solche Tropfendinger. Deko. Ja, ich will richtig durchstarten mit Fotos auf Instagram und da will ich schönes Material haben und das euch 1A präsentieren. Decorative Glass Stones, 450 Gramm. Ne, schöne Glassteine, mag ich auch ganz gerne leiden, sowas. Das wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Gibt es in zwei verschiedenen Größen. Einmal die Größe A, die habe ich mitgenommen und die Größe B, die ist dann für die Damen, die vaginal entbunden haben. Und ja, das hier sind Menstruationstassen. Saugünstig. Richtig krass. Ja, ich habe eine von vor der Geburt von Julius, ne? Aber ich wollte
vielleicht eine neue mitnehmen. Muss ich mal gucken. Oder einfach eine in Reserve haben. Ne? Ja, zeige ich euch. Klar, natürlich. Was soll der Falschgeiz? Noch ist die ja neu. Dann ist da ja nichts mit bei. Ne? Ja, haben wir in so einem Säckchen, wenn du es transportieren willst. Habe ich eher selten, dass ich so eine Tasse irgendwo hin transportieren will. Ja, die ist lang, aber halt dünn. So ein Prömpel hier unten zum Rausziehen, so ein Nupsi, der gefällt mir. Den finde ich, ich finde den Nupsi sehr ansprechend. Ja, charmant, kann man immer schön abkochen, ne? Das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte und ich habe das halt damals auch wirklich als sehr positiv empfunden, sowas zu haben. Oder Menstruationsunterwäsche, ne? Das ist auch mal ganz angenehm. So, das geht auch mit runter. Dann habe ich hier in dieser Tüte noch zwei Sachen drin. Ciao. Zum einen habe ich hier ja, Klebestreifen, 6 Rollen, also quasi Tesa, ne? Aber Tesa ist ja das Allgemeinwort dafür. Und dann habe ich hier noch so, auch das, Post-its, nein, das sind Sticky Notes von Office Essentials. Das sind selbstklebende Haftnotizen, 4x100 Stück, in verschiedenen Farben, finde ich ganz hübsch. Und ich mag gerne Haftnotizen irgendwo dran zu kleben und Haftnotizen zu haben, um mich an irgendwas zu erinnern, 75x75 mm. Das ist Bürokram. Kommt ins Büro. Ja, ich sortiere mir das hier schon mal so ein bisschen vor. Nach Essen, was ganz schön viel ist. Hund, Beauty und Büro. Und das andere bleibt dann hier oben. Julius Sachen haben wir auch noch da. Gott, kann ich das alles auf den Schoß nehmen? Das wird jetzt schwer. Das ist jetzt eine große Tasche. Hoppala. Ja. Oh. Ist immer so genial, ne? Ich schleppe das immer hoch, um das am... zum Großteil auch wieder runter zu schleppen. Tortina, jetzt kommt noch so viel Fuß. Tortina Cocoa Coated, da sind 10 Stück drin. So lecker. Soft Nougat, die esse ich super gerne mal so zwischendurch. Die sind so lecker. Die gibt es mit Schokoüberzug und ohne Schokoüberzug. Ich mag die mit Schokoüberzug lieber. Oh, hier sind Duftkerzen drin, stimmt. Rotolino, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Hier sind 6 Stück drin. Ne? Oh, es sind auch so Mini-Küchlein, die sind total lecker. Mein Freund und ich mögen die schon ganz gerne. Wenn die da sind, bleiben die nicht lange irgendwo bei uns liegen. Die sind ruckzuck weg. So, dann habe ich hier noch so eine schwere Platte drin. Auch die für Fotos, ne? Das ist einfach so eine Platte aus Holz. Teakholz. Ich glaube, ne, ist es echt Teakholz? Ich glaube es nicht, oder? Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall so ein schweres Ding. Und da kann man schön Sachen drauf fotografieren. Dann habe ich auch noch 2 Birkenholzscheiben mitgenommen in der Größe 17 x 23 x 3 cm. Nein, in 17 bis 23 cm im Durchmesser, genau. Eine hübsche Scheibe, ne? Das ist wirklich so. Ich könnte auch einfach einen Holzscheit von unseren Holzscheiten nehmen, die wir bei uns haben. Aber nein, ich laufe zu Action und kaufe mir da welche. Schön. Dann habe ich hier noch mitgenommen Rohrreiniger. Es ist hier wirklich kunterbunt, wie immer. Ne? Super Fin Drain Gel Active. Die brauchen wir halt. Ne? Das führt kein Weg dran vorbei. Ich habe lange Haare. Ich dusche meinen Hund. Wir haben Fussel. Fussel und lange Haare, wenn die sich zusammen verfangen, ist es immer eine ganz komische Geschichte. Verwende ich aber auch ganz gerne für... unser Waschbecken, wenn ich mir meine Masken abwasche, muss ich das so einmal im Monat machen tatsächlich. Jo, noch ein Rohrreiniger. Schön. Dann habe ich mitgenommen, wie oft erneuert ihr so eure Klobürsten? Ich habe jetzt einfach für einen Apfel und ein Ei 2 neue mitgenommen. Ne? Kannst du auch nichts dran machen. Finde ich in Ordnung. Ich mag das eigentlich lieber, wenn diese Klobürsten hier unten nicht weiß sind, weil ich finde, das sieht irgendwann einfach nicht mehr schön aus. Ja, ich mag das lieber, wenn das irgendwie schwarz ist oder so. Das ist mehr so ansehnlich, aber egal. Einfach regelmäßig erneuern, dann läuft das schon. Dann habe ich hier auch noch mitgenommen Superfin All-in-One Dishwasher Tablets, 44 Stück. Das sind einfach Geschirrspülreiniger. Ne? Hm. Sammy, das ist nichts zum Essen. Das musst du doch nicht essen. Vergiss es, das ist ungesund. Das hier ist auch für Fotos. Ein kleines Tablett einfach, ist hübsch. Auch das soll Teakholz sein. Ja, ne? Hier, der sitzt und guckt. Ja, und dann, wie gesagt, Duftkerzen hat sie mitgenommen. Räume ich mir mal eben raus. Oh je, nee. Ihr habt mein Heu gesehen. Da habe ich ein bisschen meine Eskalationsphase gehabt von Duftkerzen. Glade war im Angebot, musste mit. Da habe ich einmal Sensual, Sandalwood und Jasmine mitgenommen. Oh mein Gott.
ich mag eigentlich nicht Actionkerzen kaufen, weil mir ist mal eine explodiert neben dem Fernseher, das war nicht so cool, aber das hier sind ja die Glade-Kerzen und nicht die Actionkerzen. Das heißt, da kann ich davon ausgehen, dass der Docht jetzt nicht irgendwie an der Seite entlang geht, weil das ist nämlich der Fall gewesen. Und dann hat sich das Glas irgendwie ganz blöd erwärmt und hat puff gemacht und das war echt uncool. Und ja, wie gesagt, das habe ich hier einmal. Riecht sehr, sehr angenehm, wie frisch gewaschen. Dann habe ich hier die Radiant Fresh Berries. Nach Beeren, ein bisschen eisig. Oh, riecht sehr, sehr angenehm. I love you. Riecht sehr blumig. Mag ich. Hm. Ja. Und Relaxing Zen. Es riecht auch angenehm, blumig, frisch, frisch gewaschene Wäsche. Mag ich gerne leiden. So. Und jetzt kommen wir zum dritten und letzten Ding. Oh. Das ist auch nochmal so sehr, sehr cool, was hier drin ist, Leute. Ein bisschen was fürs Büro. Da habe ich erstmal 10 Kugelschreiber mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Qualität davon ist. Das wollte ich mal ausprobieren. Kugelschreiber sind nie weg. Also die kann man immer ganz gut gebrauchen. Ne? Finde ich auch immer ganz gut. Dann habe ich noch mehr Dekoscheiben mitgenommen. Nochmal so Baumdinger. Ne? Ah, irgendwie habe ich es mit Holz gehabt. Dann habe ich auch so Muscheln mitgenommen. Das fand ich ganz cool, Deko-Shells. Da habe ich mir vorgestellt, dass es doch super wäre, wenn ich jetzt so, ja, hier Marine-Kosmetik, also Dalton-Produkte oder so präsentiere. Hm, das so, so ein bisschen Muscheln. Fand ich ganz hübsch. Dann habe ich hier noch so eine Unterlage mitgenommen. Man kann doch super diese Unterlagen, die man normalerweise für hier am Tisch, diese Tischsets, genau, habe ich mir nämlich gedacht, kann man doch auch super als Fotohintergrund nehmen, wenn ich jetzt so Nahaufnahmen von Produkten mache. Und deswegen habe ich so das ein oder andere mitgenommen. Das hier ist jetzt so in Strohbast, wie auch immer, Optik 38 cm Durchmesser, Tischset für Deko steht hier drauf. Ja, da kann ich doch Deko draufpacken, ist doch super. Ja, dann habe ich hier noch ein paar andere. Habe ich hier noch eins in Blau mitgenommen, 38 cm Placemat und eins in so einem Cremefarbenton. Sammy riecht da auch schon mal dran. Und dann habe ich hier noch solche Dinger mitgenommen. Das hier hat so eine, ja, ich weiß nicht, das sind zwei verschiedene Oberflächen. Einmal haben wir hier so eine Cremefarbe und dann ist das so ein Grün, ne? Auch richtig cool. Das ist so eine ovale Geschichte, 33 x 45 cm aus PVC. Und dieses Muster da drauf gefällt und gefiel mir in dem Moment halt auch sehr gut. Dann habe ich auch noch eine mitgenommen, die ist auf dieser Seite eher so rosa und auf der Seite halt auch so Eierschalenfarben. Und das ist so elefantenhautmäßig von der Oberfläche her. Bisschen robuster. Und das hier ist sehr glatt offensichtlich. Ne? Da haben wir einmal so ein Rose Gold. Das fand ich richtig schön. Ich weiß nur nicht, inwiefern das irgendwie auf Fotos wirkt. Und auf der anderen Seite einfach schwarz. Ja, also das vielleicht für die Leute, die auch selber Videos drehen oder Fotos machen bei Action. Man kann einfach so ein bisschen sich inspirieren lassen und findet dann das ein oder andere, was man dann zweckentfremden kann. Dann habe ich Fotoalben mitgenommen. Ja, mein Baby. Und ich möchte ihn gefühlt ständig fotografieren. Also ich möchte alles festhalten. Das ist so verrückt. Natürlich sehe ich alles am besten durch meine Augen und nicht halt durchs Handy. Aber wir ertappen uns die ganze Zeit dabei, wie wir ständig Fotos von ihm machen. Und er ist einfach so süß. Ja, da habe ich dann verschiedene mitgenommen. Das ist einmal so eins. Und hier ist halt ganz praktisch, du kannst dann pro Doppelseite, also zwei Fotos rechts, zwei Fotos links einschieben und dann in die Mitte, also hier kann man Sachen schreiben. Das finde ich auch ganz cool, weil eigentlich hätte ich am liebsten so klassische Fotoalben mitgenommen, die meine Eltern damals auch hatten und wo man dann richtig die Fotos reinklebt. Aber dann habe ich die hier gesehen und habe mir gedacht, ist eigentlich auch ganz cool, das so zu machen. Ne? Mm, ja, hat sie sich gedacht. Und die Frage ist dann immer, wie bei allen Eltern, wie lange zieht man es dann durch? Meine Mama hat das wirklich durchgezogen, bis ich 16 war oder so. Die hat so minutiös diese Fotoalben gepflegt. Hut ab, Mama. Dann habe ich auch noch dieses Mal Fotos mitgenommen. Das ist genauso, nur dass es hier halt so ringbuchmäßig ist. Das fand ich ganz hübsch. Und hier dann noch mit Love. Süß, ne? Ja, ist halt ganz praktisch, weil dann habe ich sowohl für ihn als auch für uns, vielleicht mache ich das dann, dass ich immer zwei führe. Und hier nochmal Fotoalbum, ne? Da gab es halt verschiedene Versionen, die habe ich halt alle mitgenommen. Genau, da kann ich euch das auch mal zeigen. Da hast du dann hier, wie gesagt, da kannst du Fotos reinschieben und hier kannst du dann was schreiben.
eigentlich ganz cool. Und die Fotoalben sind halt auch total günstig da. Ne? Ja, letztes Mal oder vorletztes Mal hatte mein Freund mich dazu angesetzt, Pfannenbänder mitzubringen aus Plastik, eben für unsere Teflonpfannen. Ich hatte keine gefunden, habe was anderes mitgenommen. Jetzt habe ich die hier gefunden, habe die mitgenommen, zwei Stück, weil die gehen bei uns halt auch eh ständig kaputt, weil wir halt super viel kochen. Und ja, genau. Deswegen kommen die jetzt auch mit runter. Da wird mein Freund sich sicherlich freuen, dass ich endlich welche geholt habe. So. Das Ding hier. Grenzwertig. Ist das cool oder ist das Nippes? Schreib mir gerne mal, was du dazu meinst, in die Kommentare. Ich finde das großartig. Es ist wirklich grenzwertig, ne? Es sind Reifen, da chillt ein Hund drin, da sind Schmetterlinge drumherum und Blümchen. Schon cool. Das ist wirklich cool. Das wollte ich bei uns vors Haus stellen. Ne? Aber da wirklich die Frage, ist das cool oder ist das Nippes? Ich finde es offensichtlich cool, sonst hätte ich es ja nicht gekauft. Fühlt sich übrigens auch echt gut an, muss ich sagen. Dann, also man muss aber gucken, dass man, weil da waren verschiedene, manche hatten natürlich auch Fehler, dass man irgendwie eins mitnimmt, was keine Fehler hat. Arbeitshandschuhe habe ich mitgenommen. Das hier, also mein Freund und ich haben recht ähnliche Hände. Größe L9 habe ich mitgenommen. Ich habe halt auch sehr große Hände. Das sind welche zum Streichen. Und mein Freund hat diese ganzen Einweghandschuhe immer genommen und seine Hände sahen dann am Ende des Tages ganz furchtbar aus. Da kannst du viel besser diese hier nehmen, ne? Genau, habe ich mitgenommen. Das ist bestimmt auch ganz cool, wenn er die sieht. Wird er sich hoffentlich freuen. Dann für Sammy habe ich mitgenommen ein Waschbär. Den kann man ordentlich werfen auch, ne? Hat hier so ein Werfvieh und hier so ein Knistervieh. Das sind, also Julius Spielzeuge haben aktuell dieses Knisterzeug, worauf er so Tiere steht, ne? Ich hoffe, dass Sammy versteht, dass das hier dann doch wohl für ihn ist. Doch, er kommt doch gerade an, ne? Und hier ist auch ein Quietscher drin. Ja, ja, das ist dann für Sammy. Das kann er dann draußen verwenden. Für meinen Freund habe ich Mini-Strohwaffeln mitgenommen. Ich bringe ihm immer Strohwaffeln mit und jetzt gab es die im Mini-Format. Ich hoffe, dass ihm das gefällt, aber ich gehe davon stark aus. Dann habe ich noch was für Sammy mitgenommen. Und zwar ein Elefanten-Dog-Rope mit Squeaker. Ist cool, ne? Ja, ja. Die gehen halt super schnell kaputt. Also die Kopfviecher. Und dann hast du halt hier das Seil, ne? Und ja, Sammy schlürt halt immer gerne die Sachen auch mit raus. Da muss man halt immer ein bisschen aufpassen, kleiner Mann, ne? Du, Stinkerfurzer. Denn sobald es drin taut, draußen ist, dauert es nicht lange und dann ist es Uppe, weil es regnet, es ist draußen Witterung und dann kann man es halt vergessen, dann muss man halt immer schauen. Und ein paar Sachen davon sind ja auch extra für draußen gedacht. Das werde ich dann aber je nachdem verwenden, wenn schön Wetter ist, ne? Dass man da dann halt auch irgendwann dieses Ding noch weiter verwenden kann. Und das hier, puch, möchte ich vornehmlich drinnen verwenden. Das ist auch so ein recht großes Zehrtau, das ist auch ganz cool. Und ja, XXL Play Rope. Darüber wird er sich auch sehr freuen. Er steht schon da mit leuchtenden Augen. Ja, ja, Sammy Fräuchchen hat für dich eingekauft. Ist das nicht cool? Hm. Bei Action haben die nämlich schöne Hundespielsachen. Das muss man wirklich sagen. Ne? So, dann habe ich auch noch Arbeitshandschuhe mitgenommen. Die haben, glaube ich, nur 85 Cent oder so gekostet. Das ist so krass. Und ja, ist doch super. Kannst du für halt Arbeiten verwenden, also wirklich, wenn wir hier wieder Handwerken machen. Oder im Garten kannst du die auch safe verwenden, weil du hast hier auch einen tollen Gummischutz mit drin. Das finde ich immer so großartig, wenn ich so Brennnesseln zupfe oder so. Ne? Dann habe ich immer gerne, dass ich hier drin ordentlich Gummi habe und nicht nur diese Noppen. Da komme ich nicht mit klar. Und dann nehme ich halt in Kauf, dass meine Hände vielleicht ein bisschen spitzen. Die Handschuhe kommen bei uns auch immer wieder in die Waschmaschine. Also die werden auch immer wieder gewaschen, keine Sorge. Auch hier habe ich jetzt die Größe 9L mitgenommen, ne? Für meinen Freund und für mich. Und dann sind wir fast fertig, Sammy. Krasses Pferd. Ja, Dishwasher Cleaner habe ich auch noch mitgenommen. Also für die Spülmaschine, dass die gereinigt wird. Das kannst du beim Spülgang mit reinmachen, was ich sehr, sehr gut finde. Da verwende ich gerne einen pro Woche, ne? Dass die Spülmaschine halt auch mal ihr Stinki los wird. Dann habe ich mitgenommen. Ich höre Geräusche. 10 Uhr abends. Okay. Habe ich mitgenommen Eddings, also nicht Eddings, permanenten Marker. Auch hier wieder. Wie heißt das nochmal, Sammy? Wenn man einen Markennamen übernimmt für ein Produkt, so wie Zewa, Tempo, ne? Schwierig. Okay, also ja, in verschiedenen Farben, schwarz, blau, rot und grün.
kann man einfach immer gut gebrauchen, finde ich. Ne? Also ich kann sie sehr gut gebrauchen. Und Heftklammern habe ich mitgenommen, denn unsere Heftklammern sind leer gegangen. Da habe ich direkt mal 3x1000 Stück mitgenommen. Es gibt 2 verschiedene Marken bei Action. Da habe ich jetzt die günstigere mal mitgenommen. Ich hoffe, dass es gut funktioniert. Jo, das ist die klassische Größe, 24x6. Und ja, läuft, meine Herren. Das ist mal ein richtig krasser Kunterbunter DM-Haul, da ist alles mit dabei gewesen. Also im Prinzip habe ich einmal den Laden leer gekauft, läuft. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, für welchen Bereich im Action ihr euch eigentlich am meisten interessiert. Bei mir ist es, ihr seht es ja, ne? Vor allem Food, Hund, Deko, das ist so meins. Da halte ich mich am meisten auf. Ja, und dann war es das auch hier von meinem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass mir doch super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!